herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schnee in der Krone. Wir sind mitten im zweiten DLC und ich habe mich hier erkundet, schlau gemacht, wenn man hier weiterkommt. Ja, wie ihr seht, habe ich offscreen Suicune gefangen, tatsächlich. Das, was uns ja in der Aufnahme verwehrt blieb, habe ich jetzt gepackt. Ich bin nochmal in diese Höhle rein, wir hatten das Suicune gefangen. Und ja, und diese Tür kriegt ihr eigentlich relativ simpel auf. Nämlich so. Einfach pfeifen! Und dann gucken wir uns mal in den Eisenruinen um. Ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwie hinkriegen. Warte mal. Die riesige Pokémon schaut und blitzt da auf dich herab. Okay. Die Frage ist, gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, den Rätsel zu aktivieren? Oder kriegen wir die komplett aktiviert? Nehmen wir diese Steine. Aktiviert bekommen. Sieht so aus, scheinbar. Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Ist mal das jetzt aktiviert? Ist die nur was? Ja, ich möchte sie natürlich untersuchen. Okay, tatsächlich ist das ein Registil. Erste von, ich glaube insgesamt, wie ich gelesen habe, 6 Regis. Gucken wir mal. Das Pokémon ist vom Typ Stahl. Sollte dementsprechend nicht das große Problem sein. Also, was heißt, wir wollen es ja fangen. So, dann fangen wir das Versuch nochmal. War jetzt ein Volltreffer. Die Frage ist, kriege ich so gefangen schon? Okay, jetzt sind unsere Spezialverteidigung. Ich kann es mal so mit dem Finsterwald. Ich weiß nicht, ob es mit dem Finsterwald klappt. Ich werde jetzt eh nicht ins Team nehmen, genauso wie Suko und auch nicht ins Team nehmen. Okay, das Trick ist hier. Wehrt sich gegen den Finsterwald. Geht jetzt auf die Eisenabwehr. Wir wollen es natürlich fangen. Das ist unser Ziel. Ich weiß noch nicht, ob wir, wenn wir es jetzt besiegen oder so, zu fair aus Versehen. Hier, überall. Da haben wir ja genug. Das heißt, das Pokémon geht uns auf jeden Fall schon mal auf uns in den Sack. Okay, das war jetzt blöd. Doch relativ niedrige Fangquote wahrscheinlich. Weil es bei jetzt in allen Bällen auch nicht einmal gewackelt hat. Ah, okay. Ich hätte jetzt gerne mal einen Fang. Das hat bis jetzt noch nicht einmal irgendwie gewackelt. Level 70 ist es. Genauso wie auch das Suicune. Es pusht weiterhin seine Verteidigung, also. Bleibt dabei, es lässt sich scheinbar nicht fangen. Rambos, oh. Jetzt will ich gleich mal gucken, ob ich noch ein paar Tränke habe. Ich habe irgendwie noch was drin. Ja, leider nicht. Die Frage ist, was hat das für eine Fangquote? Was hat, wie gesagt, ich habe jetzt 4 Bälle geworfen und es hat noch nicht einmal irgendwie gewackelt oder so. Das hat jetzt nur die Maximalverteidigung, klar. Dementsprechend kann ich weiter drauf gehen. Ich kann in den roten Bereich mal bringen, damit ich irgendwas machen kann. Und wenn du weiter deine Abwehr pushst, ist das egal. Du kannst eh nicht mehr höher machen. Ich weiß nicht, ob ich das kille. Eins, kommt einmal, aber bitte kein Volltreffer. Ich hab da. Ach, ich guck mal, ob ich das machen kann. Warte mal. Die Frage ist, ob dein Reizschuh Donnerblitz kann. Natürlich kann es nicht.
alles andere als gut. Ich hätte die Donnerblitzattacke drin lassen müssen. Okay. Wie gesagt, jetzt hätte ich meinen Account. X. So, versuchen wir es nochmal. Eins. Ja, immerhin hat man mal wackeln dürfen. Dabei. Ich krieg's nicht. Ja, setz weiter deine Eisen dabei ein. Ist in Ordnung. Kannst du eh nichts machen. Komm, Pokémon haben. Eins. Es bleibt jetzt dabei, es wackelt jetzt zumindest mal einmal. Und es geht auf Lichtkanone. Ich bin mir nicht sicher, warte. Okay, ich verstehe auch warum. Ich verstehe jetzt warum. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das Pokémon ist vom Level her höher als unser Pokémon. Dementsprechend haben wir ein Problem. Da ich kein Level 70er Pokémon im Team habe, können wir das schwierig. Ist es sehr schwierig, das Pokémon zu fangen. Irgendwie ist diese Fangquote nochmal ein ordentliches Stück höher. Ein ordentliches Stück niedriger. Wenn das Pokémon. Wenn es vom Level her höher ist. Wir hätten Zuiko mitnehmen können, wenn wir einfach ein ähnliches Level gehabt hätten. Aber das ist trotzdem geht irgendwie. Ah, mein schon zweimal gewackelt. Ach, ich habe keine Attacke. Ich habe keine Attacke. Keine Linksattacke. Um es irgendwie zu paralysieren oder sonst irgendwas. Ha! Ist da mal drin. Ich habe eigentlich Glück, dass das ja ein Raid-Battle war, aber ich muss das gerade doch mal. Scheiße, Mann! Ich hätte vorher speichern sollen, dann kann ich das Spiel noch nicht starten. Nicht zu Kurve reinzuholen. Ja, jetzt hast du Glück, aber dann... Genau, du kriegst auch noch einen scheiß fucking Volltreffer, ne? Das ist ja gerade egal. Vielleicht, es ist vom Level ja auch nicht durch genug. Ist auch jetzt gerade so 52, wir kriegen ein bisschen in die Paralyse rein, aber. Ja, natürlich hast du die. Nee, hast du jetzt den dritten Vortrag miteinander oder was? Ich bin ein bisschen genug. Nee, es bleibt dabei. Ich krieg's nicht mit der Paralyse rein. Ich muss es fangen, ich will's ja fangen. Nein! Das war jetzt beim dritten Mal. Ich hatte es richtig zugehört und gedacht, ja, jetzt hast du es aber. Du kannst dich weiter machen mit deiner Eisen. Okay, okay. Ich wüsste mir jetzt, glaube ich, mein Gefühl 20. Hyperball, damit ich. Um es irgendwie. Ich will das Pokémon haben. Ich brauche auch keine Bälle, die jetzt irgendwie. Ihm was bringen könnten. Was schaden könnten, ne? Flockball. Das ist jetzt nicht einfach als einfach jetzt. Ich krieg nichts von Hyperball. Mit hoher Erfolgsquote, aber nicht mit Legi. Yes! Wir haben's. Den ersten Golem haben wir. Level 45 Castorso, aber das ist ja eigentlich überhaupt egal. So. Nein. Ich werde es mitnehmen für den Fall, dass wir nochmal so ein bisschen Probleme kriegen mit dem nächsten Golem. Wir haben ja einige, jetzt gibt's ja, wie ich gelesen habe,
Insgesamt gibt es wohl 6 Stück. Aber ob es das... Du vermerkst die Stadt der Dinge in der Legende Notiz 2. Tief im Bett des Giganten liegen die Ruinen, in denen der Stein gegangen schläft. Die Tür ist fest verschlossen, bitte. Okay. Aha. Das sind wohl also die Golems. Hallo, ich bin's Pioni. Wollte mal hören, ob da noch alles im Lot ist. Bitte, du bist dem Stahlgiganten Regisseur begegnet. Ja, gut gemacht, Expeditionsleiter. Respekt. Habe ich nachlassen. Die anderen Giganten wollen auch noch gefangen werden. Ja. Okay, dann haben wir das zumindest auch. Den ersten haben wir schon mal. Ah, ich muss noch ein bisschen Beleber anbauen. Boah, war das eine Ark? War das jetzt ein Akt, das Viech zu fangen? Aber wir haben es ja geschafft, liebe Leute. Wir haben es ja gepackt am Ende. 112 KP hat das Viech. So. Gut, dann haben wir das erste von den